Wir bewerten heute mal den lieben Jonas. Na? So, dann klicken wir mal ganz kurz drauf auf Profil. Also, der liebe Jonas, aka Jonas.de1, ist aktuell Legendary 1. Mit 7500 Punkten hat mit mir heute gespielt. Danke für seine Teilnahme. Und wir haben übelst schlecht gespielt. Ist nichtsdestotrotz ein Master-Spieler, sieht man mit 9500 Punkten. Das heißt, er hat neben dem, dass er Master erreicht hat, 500 Punkte obendrauf noch gibt. Er spielt also richtig gut ranked. Oder sehr gut gecarried. Eins von beiden. Wir schauen uns auf der linken Seite seinen Lieblingscharakter, die Piper, mit einem schönen Lieblingsskin, Valentin-Skin hier an der Stelle, plus eine schöne Profilkarte, passend zum Skin. Da er aber auch eine Message uns geben möchte, sehen wir unten bei seiner ganzen Kampfkarte eine Hand und eine Banane. Das heißt, er mag sehr gerne Bananen zu essen. Augenzwinker, Augenzwinker. Ne? Sein Lieblingspin ist erschreckend. Interessant. Er hat genauso viele Siegestiere wie ich, 22, das heißt, da gibt es keinen Unterschied, niemand ist besser oder schlechter. Er hat wesentlich mehr Trophäen als ich, mehr Pokale als ich, mehr so 25.000. Ich habe 48, also fast 40.000, er hat 15.000 mehr als ich. Er hat ordentlich Minus gemacht, laut seiner Aussage. Und wir sehen, höchstens war 56.500 und jetzt unschlagbare 800 Minus Pokale gemacht. Keine Ahnung, was er da rumtreibt, aber er hat ordentlich Minus gemacht. Auf der rechten Seite sehen wir, dass er sehr viele 3 gegen 3 Siege hat. 12.000. Einige Solo-Siege und Duo-Siege, die sind relativ gleich. Ne? Ja, da brauchst du keinen Emote machen. Ist in dem Clan Streak drinnen. Ist auch Ältester dort. Aber haltet euch fest. Haltet euch fest. Niemand bei The Streak hat eine hohe Streak Serie. Über 30. Ich habe also kurz nachgeguckt. Aber er hat gesagt, letzte Season, ich werde Master erreichen, hat sich professionelle Hilfe geholt und hat das geschafft. Natürlich hat er seine eigenen Fähigkeiten auch mit benutzt. Wir gucken auf die Brawler. Das Wichtigste, der Wichtigste, der La Creme, der La Creme. Was hat der auf Stufe 30? Hat der überhaupt eine Stufe 30 oder nicht? Wir sehen sofort, Jackie ist auf Platz 1 mit 850 fast Trophäen und Stufe 28. Fang ist fast auf 1000. Den könnt ihr pushen auf 1000 Pokale. Der ist auch auf Stufe 28. Sehr, sehr viel, was wir hier grün sehen. Sandy Stufe 29, also kurz vor 30 ist da einiges dabei. Es ist natürlich nach höchsten Trophäen hier sortiert, also wir schauen uns das jetzt gleich an. Er hat sehr viel Grün, auf jeden Fall. Edgar, nur auf Stufe 23, das habe ich jetzt nicht von ihm erwartet. Da habe ich schon erwartet, dass der CEO von Brawl Stars diese Kampfkarte sich holt. Wichtig zu wissen, welche denn er auf Mastery 3 hat, ne? Gold hat. Schreib das mir kurz rein. Welchen hast du da auf Mastery 3? Auf jeden Fall, maximal war nur Stufe 29 bis jetzt. Ich sehe nichts, was... Ja, also ich hätte schon erwartet, dass Piper zumindest Stufe 30 ist an der Stelle. Das glaube ich dir sofort, dass du kein Edgar Main bist. Aber bei Piper hätte ich schon erwartet, dass du Stufe 30 bist, ne? Wenn du das schon als Lieblingsbrawler angibst, ja, nicht nur wegen dem Skin, sondern auch, weil du sie sehr gut spielen solltest, wenn du sie als Lieblingsbrawler hast. Ich habe jetzt nur drinnen, weil der Skin ultra stark ist, ne, und ich ihn gezogen habe. Ne. Und Rico kann ich ein bisschen. Gut, Rico ist auch kein schwieriger Brawler zu spielen. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen hier langsam sicher durch. Ich finde hier keine einzige Stufe 30er. Also da gibt es Minuspunkte dafür. Jonas, bitte dich. Eine Stufe 29 hast du, ja, den kannst du auf Stufe 30 bringen. Also es gibt Minuspunkte für dich. Spaß beiseite. Du hast 81 Brawler von 81, alle sind über 20. Kein Lower Count hier. Du hast sehr, sehr viele Pokale gepusht. Du bist Stufe 3, Mond, Stufe 3, also kurz vor Saturn höchstwahrscheinlich. Ja. Hast auch Brawl Pass Plus bekommen von mir, weil du immer aktiv dabei bist. Und wenn ihr da draußen auch Bock darauf habt, euer Profil zu bewerten, dann kommt vorbei in den Stream, schreibt mir in den Kommentaren, schickt mir eure IDs oder sonstiges. Ich brauche natürlich irgendwelche FLs, damit ich eure Profile angucken kann. Ne? Ansonsten weiß ich ja nicht, wer ihr seid. Ansonsten, wenn euch das kurze Profil-Ranking hier gefallen hat, lasst einen Kommentar und ein Like da. Und jetzt kommen wir zum Ranking selbst.
Es gibt von mir für den Account von Jonas, den lieben Jonas, gibt es tatsächlich 9 von 10 Punkten. Na? Ein Punkt fehlt ihm. Er muss einen auf Stufe 30 bringen. Das ist Minimum. Und dann schafft er es, mit diesem Profil hier ein ganz Stück weit nach oben zu kommen. Er muss eine Stufe 30 machen. Er muss Siegesserie auf 30 hochpushen. Und er muss mich zum Master kriegen. Dann kriegt er CC-Punkte. Spaß beiseite. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und arrivederci.